Herzlich willkommen bei ProSieben, ich bin's, der Jenke. Was kostet eigentlich die Flasche Oettinger? Man weiß es nicht, der Mann hat ja ganz schön was auf dem Kasten. Gebraucht klingt appetitlich, da hat sich wahrscheinlich nur jemand verpisst. Günther Oettinger war als EU-Kommissar Weltrekordhalter bei den Lobbykontakten, erzielte darin den mit Abstand höchsten Wert aller EU-Kommissare. Das wird ja oft missverstanden, denn persönliche Nähe ist nun mal das Rückgrat guter und erfolgreicher Politik. 50% of business is psychology, oder auf Deutsch? 50% of business is psychology. Frisch pensioniert bietet der rüstige 67-Jährige darum Fördermittelbeschaffung an, kennt er sich aus, und hat sich von seinem früheren Arbeitgeber Europa weitere 13 Ausnahmegenehmigungen für Lobbyjobs Fördermittel beschafft. Kein Drama, denn gehen ja bis zu 20 rein. Oettinger berät, sitzt vor oder vertritt eine Tunnelbaufirma, Finanzdienstleister, Stiftungen und ein Job ist noch ein bisschen roh bzw. ungar. Viele ärgert, dass Oettinger damit die Compliance-Regeln der EU, 2 Jahre Abkühlzeit, umgeht. Andere geifern neidisch nach seinen Honoraren. Wir aber sagen, komm, scheiß auf die Kohle, nimm mit. Good luck, Ötti, wenn du Friedrich Merz mitnimmst. Der Stabreim, die urgermanische Dichtkunst, die nicht auf den Endreim setzt, sondern wie Islands Nationalheld Snorri Sturluson alles auf Anfang. Sturluson hat den Stabreim erfunden. Entschuldigung, wenn ich Sie langweile, Sie wissen das alles. Also, wer sollte solchen Titanen der urgermanischen Dichtkunst heute noch nachfolgen? Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, Bürgernähe, Berlin in Sicherheit. Franziska, wo hast du das jetzt abgeschrieben? Bauen, Bildung, Wirtschaft, Bürgernähe, Sicherheit. Bern beschehen. Sonst noch was, Frau Biffey? Wenn Sie noch einen Bunsch Brei hätten, dann würde ich mir wünschen, dass jede Schule wieder ihre eigene Reinigungskraft hat. Und nicht nur eine, sondern ihr Team. Reinigungskraft. 86 Cent oder sagen wir mal ungefähr so viel wie das Saarland oder 3 Flaschen Oettinger verursachen eine Koalitionskrise in Sachsen-Anhalt. Es geht um die Haushaltsabgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also Programme, die fast so geil sind wie dieses hier, aber Geld kosten. Seit 11 Jahren gab es da keine Erhöhung. Stichwort Erniedrigung. Neulich war bei der ARD Alice im Wunderland. Sie empörte sich live in der ARD, dass sie nie live in der ARD ist. Wir sind das eigentlich schon als AfD gewohnt, dass wir nirgendwo wieder gespiegelt werden, weder in Talkshows noch irgendwo sind wir ja gar nicht mehr vertreten. Wenn die AfD alle Hütchenspieler verhaften lässt, geht die Schwester als erste für 3 Jahre in den Bau. Jedenfalls lehnt die AfD in Sachsen-Anhalt die 86 Cent Erhöhung ab. Problem für die CDU. Die will auch ablehnen, traut sich aber nicht so richtig, weil Schmuddelkinder und dann AKK wieder und puh, Thüringen. Hier wollen wir helfen. Hier sind unsere öffentlich-rechtlichen Einspartipps. Erstens, im Dezember werden auf allen Kanälen insgesamt 75 Tatortwiederholungen gezeigt. Das kann man locker auf 750 steigern oder der Saarländische Rundfunk sendet ab sofort einfach nur noch Tatort. Zweitens, fast alle ARD-Anstalten produzieren jeweils ein Inforadio. Das ist Grundversorgung, das muss sein. Deshalb hat der Schurkensender WDR auch keins. Er könnte für Umme eins von den anderen Programmen durchschalten. Aber interessiert einen Bochumer dasselbe wie jemand in Flensburg oder in Dresden? Heute Nachmittag 15 Uhr haben wir eine Stichprobe gemacht. HR Info berichtet über Impfstoffe. MDR aktuell über Impfstoffe. Beim NDR geht es um Impfstoffe, wogegen die SWR-Hörer etwas über Impfstoffe erfahren. Nur in Bayern geht es derweil um Impfstoffe. So geht Föderalismus. Drittens, Deutschlandfunk Kultur bietet ein nationales und aufwendig gestaltetes Radiofeuilleton. Ja und? Macht doch nichts, sagen die Weltmetropolen Hessen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg und Saarland und füllen ganze Radiowellen mit ihrer regionalen Kultur, die bei Licht betrachtet wahrscheinlich ausreichen würde für 2 Stunden Fenster im großen Deutschlandfunk Kultur. Halt! Jetzt habe ich wahrscheinlich schon weit über 1,50 Euro eingespart, muss zur Strafe Intendant werden und kriege nie wieder einen Auftrag von den soeben gedissten Landesrundfunkanstalten. Also es war nur Spaß.
Die CDU in Sachsen-Anhalt will den ganzen Sack jetzt neu verhandeln. Damit fängt die Gebührenrunde nach einem Jahr komplett von vorne an. Aber was das kostet? Friedrich Merz, die CDU sucht ja einen neuen Vorsitzenden. Und was heißt neuer Vorsitzender auf Portugiesisch? Bossa Nova. Entschuldigung. Der Komponist starb ziemlich genau Anfang Dezember vor 26 Jahren. In weiteren 26 Jahren werde ich das Stück können. Dann ist Friedrich Merz immer noch Bundeskanzler. Mit 90, glaube ich, Adenauer-mäßig.